ganz wichtig, seid ihr mit dem Grillen fertig, dann schließt ihr oben das Top zu, unten den Lüfter zu. Und jetzt, da wir ein sicheres und vor allen Dingen dichtes System in unserem Bastard haben, ersticken wir die Kohle. Das hat den Vorteil, wir haben keinerlei Funkenflug, keinerlei Sorgen, dass irgendwo etwas passiert und können beim nächsten Grillen die Kohle, die erstickt ist, wieder zum Anzünden des Bastards benutzen. Das heißt, wir haben keinerlei Verlust von Kohle, egal wie viel Kohle ihr in euren Korb macht.